Wir stehen hier am Hockenheimring unter der Haupttribüne mit Manfred Winkelhock, dem deutschen Fahrer, auf dem sehr viele Hoffnungen geruht haben, hier beim 12. Rennen der Saison beim Großen Preis von Deutschland in Hockenheim. Es war ein ideales Wetter, etwa 23 Grad. Die Strecke war trocken nach all dem Regen, den es gestern gegeben hat. Wir schauen uns das Rennen in einer kurzen Zusammenfassung mal an. Wir haben ja heute im Laufe des Tages mit über einer Stunde davon berichtet. Alain Prost war auf der Trainingsschnellste, nachdem Didier Pironi ausgefallen war mit seinem fürchterlichen Unfall. In der ersten Startreihe zum fünften Mal in diesem Jahr 2 Renault Turbo. Alain Prost mit der Nummer 15 vorne links und René Hanoux, der Sieger des letzten großen Preises von Frankreich, mit der Startnummer 16. Dahinter der Weltmeister Nelson Piquet und Patrick Tambay auf dem Ferrari. Die ersten 5 Autos Turbos, dann erst Saugmotoren. Manfred Winkelhock war auf dem 17. Startplatz. Im Start René Hanoux der schnellste. Hanoux, dann Prost, die beiden Renault und dann Piquet und auch Tambay schon gleich ganz vorne mit seinem roten Ferrari dabei. Es gab einen Start ohne jegliche Komplikation. Nur Manfred Winkelhock hat etwas Sorgen. Er fiel vom 17. Platz gleich um 5, 6 Plätze zurück beim Start, weil er Schwierigkeiten offenbar mit der Kupplung hatte. Piquet an zweiter Stelle zwischen die beiden Turbos geschoben. Dann an vierter Position war Patrick Tambay. Sein Teamgefährte Pironi hatte ja nach seiner erstklassigen Trainingszeit einen fürchterlichen Unfall. Hier sehen wir Patrese auf dem zweiten Brabham BMW. Die Hoffnungen der 100.000 Zuschauer im ausverkauften Motodrom und an der Strecke hier in Hockenheim ruhten natürlich vor allen Dingen auf den Fahrern vom Brabham BMW, weil natürlich das Herz hier schlägt auf der nationalen Seite. Aber dazu gehörte auch Manfred Winkelhock, der allerdings schon in der ersten Runde weit zurückgefallen war. Hier fährt er an die Box. Was war passiert? Ja, ich hatte schon beim Start einen, wie Sie schon angeschnitten hatten, einen Kupplungsdefekt. Deshalb bin ich auch weit zurückgefallen. Hinzu kam noch eine Schwierigkeit mit dem Getriebe. Und zwar der vierte Gang war total ausgefallen. Ich musste also nur noch mit dem dritten und fünften Gang fahren. Und das war speziell hier in Hockenheim überhaupt nicht möglich, ein Rennen hier aufzunehmen. Und dann habe ich Folgendes gemacht, besser die Boxe anzufahren, als letzter rumzugehen. Nelson Piquet fuhr derweil an die Spitze, setzte sich immer weiter ab von den Verfolgenden Prost, Hanoux und Tambay. Er baute seinen Vorsprung von Runde zu Runde um 1 bis 1,5 Sekunden aus, denn Brabham BMW hatte sich einen Trick ausgedacht. Sie wollten, wie schon einmal probiert, mit weichen Reifen und halbvollen Tanks starten und dann nach etwa 21 bis 23 Runden einen Tankstopp an der Boxe einlegen, um dann vielleicht mit einigen Sekunden Vorsprung oder auch nur mit Rückstand wieder an die Box ins Rennen zu gehen und das Rennen auf diese Weise zu gewinnen. Das alles klappte rundenlang wunderbar. Wir sind hier in der 18. Runde. Der Vorsprung wuchs an auf 26, 27 Sekunden. Das hätte gereicht, um wieder mit einigem Vorsprung hineinzugehen. Und dann passierte es. In der 18. Runde, Elísio Salazar auf dem zweiten ATS fuhr Nelson Piquet an. Piquet war voller Wut natürlich, beschimpfte zunächst seinen Kontrahenten, ging dann auf ihn zu, drohte ihm Prügel an, schlug ihn, versuchte ihn zu treten. Wie zwei Fliegengewichtsboxer gingen sie aufeinander los. Große Enttäuschung natürlich bei Nelson Piquet. Hier sehen wir noch einmal in der Zeitlupe, wie Salazar nicht etwa das Gas wegnimmt, obwohl Piquet schon fast vorbei ist, sondern ihm ins linke Hinterrad fährt, ihn in die Schikane hineindreht. Piquet hatte noch großes Glück, dass nicht noch mehr passierte. Natürlich auch Salazar aus dem Rennen heraus. Piquet starb offensichtlich der Motor ab, denn er machte überhaupt keine Anstalten, überhaupt noch weiterzufahren. Und er ärgerte sich natürlich fürchterlich, denn auf diese Weise ging nur ganz kurz vor diesem Wechsel an der Box sein Traum zu Ende. In Führung dann Patrick Tambay, der zweite Ferrari-Fahrer, der jahrelang als Mann der zweiten Reihe galt, hier noch 2 Runden zu fahren. Patrick Tambay setzte sich dann an die Spitze und hatte einen Vorsprung von 16 Sekunden vor René Hanoux, dem Renault-Fahrer. Alain Prost, sein Teamkamerad, war derweil mit einem Motorschaden ausgefallen.
die beiden Turbos allein am Schluss noch in einer Runde. Das soll davon wie überlegen, die Turbomotoren hier am Hockenheimring waren. Alle anderen fuhren hinterher. Auf dem dritten und vierten Platz gab es noch einen Zweikampf zwischen Keke Rosberg und Jacques Lafitte. Den Lafitte aber klar verlor, auch er musste mit Motorschaden an die Box. Am Ende ein ganz klarer Sieg für Patrick Tambay, der Rosberg sogar zwei Runden lang vor sich herfahren lassen konnte, verhalten fahren konnte und einen ganz sicheren Sieg nach Hause fuhr. Es war der erste Sieg in einem großen Preis für Patrick Tambay, der auch einmal zur Juniorennationalmannschaft im Abfahrtslaufen der Franzosen gehörte, der im vergangenen Jahr bei Theodore eine sehr unglückliche Saison hatte und eigentlich schon abgeschrieben war. Nach dem tödlichen Unfall von Gilles Villeneuve, dann aber vom alten Enzo Ferrari ins italienische Spitzenteam geholt wurde. Es waren am Ende des Rennens von 26 gestarteten Fahrern nur noch 11 im Rennen. Marc Surer auf dem Marsch fuhr ein bravouröses Rennen. Er war als letzter gestartet, kam nur deshalb überhaupt noch ins Rennen, weil Niki Lauda durch den Trainingsunfall mit der verstauchten Hand am Freitag nicht antreten konnte und weil Pironi ebenfalls nicht am Start war, der ja der Trainingsschnellste war. Hier Patrick Tambay bei seinem ersten Sieg in einem großen Preis 1982 in Hockenheim. Zweiter dann René Anou, 16 Sekunden zurück. Eine Runde zurück, dritter Keke Rosberg auf dem Williams, vierter Michele Alboreto auf dem Tyrrell, fünfter Bruno Giacomello Melli auf dem Alpha und sechster Marc Surer auf dem Marsch. Und Manfred Winkelhock natürlich leicht enttäuscht, denn er stand in der Startaufstellung weit vor Marc Surer, der immerhin noch einen WM-Punkt erreicht hat. Das ist richtig, ich bin als 15er ins Rennen gegangen. Konnte aber wegen dem Kupplungseffekt keinen optimalen Start hinlegen. Bin dann zurückgefallen auf den letzten Platz. Hab dann versucht, das Rennen trotzdem aufzunehmen. Nachdem auch der vierte Gang total ausgefallen ist, war es für mich zwecklos weiterzufahren. Und somit habe ich das Rennen beendet. Sie sind auch nicht auf Ihrem normalen Einsatzwagen gefahren, sondern im Trainingsauto. Das ist richtig. Wir hatten schon mehrmals Probleme gehabt in diesem Wochenende mit Einsatz- und Trainingsauto. Und ich habe oft gewechselt. Ich konnte also kein Auto richtig abstimmen. Heute Morgen beim Warm-up ist Folgendes passiert. Das ist Einsatzauto, was dann für sich eine recht gute Abstimmung hatte, hatte einen Motorschaden. Den Fendil war wahrscheinlich abgebrochen. Und ich musste auf das Reserveauto zurückgreifen, weil das Einsatzauto nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. Und da hat sich wieder der Defektteufel eingeschaltet, Kupplung und Getriebe. Die Turbomotor für mich. Ja, die Traurigkeit ist Ihnen noch anzumerken. Die Turbomotoren sind gerade hier in Hockenheim, aber auch in den nächsten Rennen, die noch anstehen, so haushoch überlegen, dass sich für die Sauger eigentlich kaum noch eine Chance bietet. Ist das nicht von vornherein schon entmutigend? Ja, auf jeden Fall wird die nächsten drei Rennen werden mit Sicherheit Turbostrecken sein, während das letzte Rennen in Las Vegas, das setzt sich vielleicht noch mal eine Hoffnung, es wird ein Straßenkurs sein, der relativ niedrige Geschwindigkeiten hat. Das heißt, man benötigt nicht unbedingt einen Turbo. Letztes Jahr hat er ganz überlegen noch Alan Jones dort gewonnen. Und vielleicht kann ich dort noch einen Punkt machen. Wär wirklich super. Was halten Sie von der Taktik des Tankstopps und Reifenwechselstopps ungefähr nach halber Distanz? Ja, ich habe mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, mit dem Saugmotor so etwas zu veranstalten. Aber es ist dort nicht erforderlich, weil man relativ wenig Sprit im Gegensatz zu einem Turbo mitnimmt. Aber im Turbomotor ist es schon erforderlich, denn der nimmt ca. 240 Liter Sprit mit und er kann mit einem halbvollen Tank kann er immer mit etwas weicheren Reifen ins Rennen gehen. Somit hat er einen Vorteil von ca. 1,5 bis 2 Sekunden, je nach Strecke. Und es wirkt sich dann schon Zeit aus. Er kann also einen gewissen Vorsprung herausfahren und der Boxenstopp, man hat das durchkalkuliert, er wird ca. 25 Sekunden in Anspruch nehmen. Und wenn er, wie hier in Hockenheim, schon 25 Sekunden nach einer halben Distanz herausfährt, dann muss man so ein Risiko eingehen und dann hat man also wirklich große Chancen, Rennen zu gewinnen. Ja, die Chance hätte BMW heute gehabt mit Nelson Piquet, denn bis zum Ausscheiden durch diesen Rempler von ihrem Teamkameraden Elisio Salazar ging alles klar. Die Rechnung hat fast auf die Sekunde genau gestimmt. Was sagen Sie zu diesem Unfall? Ja gut, ich habe schon mehrere Auseinandersetzungen gehabt mit Elisio Salazar, der Teamkollege von mir ist. Und ich habe den Unfall im Fernsehen beobachtet. Die Schuld ist ganz klar auf ihm seiner Seite.
Und ich hätte ähnlich vielleicht reagiert wie Nelson Piquet. Ich meine, er hat das Rennen ganz klar geführt. Und man sollte zumindest auf solche Leute etwas Rücksicht nehmen. Er hat schon eine ähnliche Aktion gemacht mit Piquet in Zandvoort. Er hat mich darauf angesprochen, der Nelson, und hat zu mir gesagt, wenn er nochmal sowas tut, dann hat er also wirklich mit Schlägen gedroht. Er hat ihm damals die Chance genommen, das Rennen in Zandvoort zu gewinnen. Denn er war an aussichtsreicher zweiter Position gelegen. Und durch ein Überholmanöver, wo er ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hat er immerhin 5 oder 6 Sekunden verloren. Also ich finde es nicht richtig, was er gemacht hat. Und vielleicht kriegt er jetzt mal eine Rüge von meinem Teamchef. Sie haben 2 Weltmeisterschaftspunkte schon gewonnen, aber danach sah es gar nicht mehr gut aus. Verlieren Sie nicht langsam die Lust, immer so hinterherfahren zu müssen? Die Lust nach... Ich bin an für sich recht zuversichtlich, nachdem Patrick Tambay hier gewonnen hat. Ein Mann, der, wie Sie schon vorher gesagt haben, als zweitklassig abgestempelt war, der letztes Jahr wenig erfolgreich war bei Theodore, der herausgeschmissen wurde bei Liché, und jetzt hat er gewonnen bei Ferrari. Ist ein ganz klarer Beweis für mich, dass, wenn man das richtige Auto hat, wenn man im Besitz des richtigen Materials ist, dass man Rennen gewinnen kann. Und das stimmt mich jedenfalls zuversichtlich. Vielen Dank, Manfred Winkelhock. Und zurück zu Magdalena Müller in die Sportreportage.